hat sich ja vor ein paar Jahren entwickelt, aus der Freundschaft zu Benny. 2016 entstanden, als wir ein Demo-Tape aufnehmen wollten aus alten Liedern, die wir einfach über die Jahre so geschrieben haben. Gegründet oder die Idee hatte Ben, der ist der Visionär. Da stehe ich dahinter. Und durch einen guten Freund, den David Fischer, haben wir dann das ganze Ding doch ein bisschen professioneller aufnehmen können. Ja, lass uns das doch machen. So als Freundschaftsdienst, weil ich einen guten Typen fand. Und dann hat sich das einfach entwickelt. Bei Humble kommen ganz viele Menschen zusammen, die einfach ihre Lebensgeschichte haben und die irgendwo von sich aus schon leidenschaftliche Musiker sind. Es ist keine klassische Band. Es ist eine echt gute Mischung irgendwie von Persönlichkeiten. Man hat so über die Jahre einfach viele Musiker um sich geschaut, auch viele Freunde. Die etwas teilen möchten. Gab es Humble in dem Sinne noch nicht. Und wir haben am Anfang gedacht, naja, wir machen mal irgendwie so ein bisschen machen die Demos so weit, dass man sie auch ein bisschen herzeigen kann, und so hat sich das entwickelt. Und irgendwie ist dann sozusagen aus diesen Demos eine Platte geworden. Natürlich, die ganzen Lieder und die ganzen Stories hinter jedem Herz, was da so dabei ist, geht viel länger als 2016. Und als das Album dann fertig wurde, brauchen wir natürlich einen Namen. Weil es einfach geflowt hat. Und dann hatte ich so dieses Bild von diesem Schriftzug Humble, und daraus wurden dann Wurzeln, das ist diese umgeklappt, und daraus wurden Wurzeln, und daraus ist ein Baum gewachsen, und das hat mich irgendwie bewegt. Humble heißt ja demütig, und mir kam so dieser Gedanke, aus Demut wächst Größe. Ich sehe in Humble eine richtig gute Arbeit, die Musik zu Leuten bringt, und das stärkste Zeugnis für Humble ist aus meiner Sicht, dass es vielen Leuten dient. Ich finde es schön, dass Gott da sein darf in Liedern. Ich glaube, das ist so das Herz dahinter. Und einfach auch auf eine ganz unkomplizierte Art und Weise Menschen für Jesus zu erreichen. Musik zu machen, die down to earth ist, ja, die so gerootet ist, die so aus dem Leben spricht und nachvollziehbar ist und authentisch, aber gleichzeitig eine Hoffnung hat, die nicht begrenzt ist und eine Liebe in sich trägt, die nicht begrenzt ist. Das ist wirklich darum geht, den Leuten Geschenke zu machen durch Musik. Menschen außerhalb von Kirchen zu erreichen, die jetzt nie in eine Kirche gehen würden. Und da sage ich, das ist eine gute Sache. Die Aussagen der Songs gehen ehrlich gesagt in verschiedene Richtungen, weil sie aus verschiedenen Lebenssituationen kommen. Es ist eine Breite da an Aussagen. Wo sich jemand dann identifizieren kann und sagen kann, ja. Die Idee von Humble ist, Lieder aus dem Leben, Sachen, die man erlebt mit Jesus im Leben, einfach Menschen nahe zu bringen. Es gibt Songs, die sprechen davon, dass man in Zerbruch heil wird. Auf eine ehrliche Art und Weise zu zeigen, hey, das Leben ist nicht einfach, aber mit Jesus an der Seite ist es machbar und schaffbar und einfach so viel besser. Und es gibt Lieder, die davon sprechen, wie man fühlt, dass einer einen hält, einer einen trägt, wo man vielleicht sonst niemand mehr hat, der einen hält und der einen trägt. Oder es gibt Lieder, die davon sprechen, dass es Versuchungen gibt im Leben und man seinen Weg finden muss, eine Entscheidung treffen muss, und man sagt, I say yes to the one who says yes to me and I say no to the one who says no. Zum einen haben die Songs die klare Aussage, dass Gott groß ist und dass er würdig ist, angebetet und gepriesen zu werden. Dass wir einem Gott dienen, der groß ist und der, den man aber auch ganz normal im Alltag erleben kann. Das ist ganz entscheidend. Und ich glaube, die Lieder transportieren da ganz viel Lebensfreude und einfach Echtheit. Und das ist cool. Und das ist eine Kernaussage von Humble. Und einfach auf dieser Ebene Leute anzusprechen, einfach, dass viele Leute eben die gute Botschaft hören und einfach hören, dass Jesus sie liebt, und vielleicht nicht so auf die normale Art und Weise, wie man das sonst so im Gottesdienst hört.